Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, Road to Rio de Janeiro. Wir sind in der zweiten Arena quasi. Und ja, wir machen das erste Spiel. Wir brauchen 6 Punkte, um wieder aufzusteigen in das nächste Stadion. Und wenn wir weniger als 2 Punkte haben, ich glaube in 9 Spielen oder sowas ist es dann wieder, dann steigen wir ab. Heißt, ich hoffe mal und denke mal, dass wir den Aufstieg locker schaffen sollten mit 2 einfachen Siegen. Wäre das Optimalziel und das Spiel gegen... What the fuck? Was ist das für ein Land? Naja, komm, egal. Auf jeden Fall, wir spielen hier in der WM wunderbar und letzten Spiel haben wir immer gegen Spanien gespielt und immer gewonnen oder unentschieden oder was auch immer. Immer ein bisschen unterschiedlich, ja, aber ist ja scheißegal im Endeffekt und damit geht es auch los. Müssen wir es einstellen noch? So. Ja. Und wie gesagt, da hat sich halt immer mal ein bisschen was geändert. Und komm. Mama. So. Und jetzt geht's auch los. Wenn der Gegner endlich mal seine Knöpfe findet und vielleicht mal seinen Arsch bewegt. Ja, kann ja auch sein, dass er, wenn er wieder stressen will hier mit uns und uns provozieren will, dann muss ich ihn gleich in den Arsch finken, weil dann habe ich keinen Bock drauf, dass er jetzt hier wieder Ewigkeiten rumbraucht für einen Anstoß oder so eine Kacke. Okay, braucht er nicht. Es geht los, okay. Ach, Fellaini, das ist Belgien. Okay, Belgien hat Fellaini, okay. Fellaini ist auf jeden Fall stark, kann man sagen, was man will. Ob die generell stark sind, obwohl, ja, so schwach waren sie jetzt nicht, als ich gegen sie gespielt habe im Turniermodus, ne. Kann man damit vergleichen und da waren sie auf jeden Fall nicht schwach, sagen wir es mal so. Also ist auf jeden Fall kein schlechtes Team, kann man nicht so sagen. Je nachdem, wie der so spielt, jetzt auch dann drauf ist und wie der es drauf hat, werden wir es ja sehen, ob es... Obwohl, mit Fellaini, da darf ich die gar nicht hier drauf kommen lassen. Okay, das ist ein Tor. Ah, doch nicht. Gut, war auch nicht Fellaini, aber egal. Und war sowieso abseits, von daher ist es eh scheißegal. Der Gegner scheint wohl jemand zu sein, der sich gerne die ganzen Wiederholungen anguckt und die so atemberaubend bombastisch findet, dass er sie nicht überspringen möchte. Und da ist das Tor. Hammer nice. 5. Minute Schweinsteiger. Und das 1:0. Hammer nice, Leute. So muss das laufen. Richtig geil. Da ist der Ball so richtig schön durchgekullert und dann... Weil ich schon weitergepasst habe und dann einfach freies Schussfeld gehabt mit Schweinsteiger. Und dann auch, bin ich auch cool geblieben, habe für 2 Sekunden auch mal die Fresse gehalten. Und dann BAM drauf und dann war das auch schon. 1:0, 5. Minute. Ich glaube, das findet der Gegner nicht so lustig. Das ist mir aber relativ egal. Boah. Ja, Junge, komm. Oh, der ist aber leider ins Ausgeflogen, das ist aber ziemlich uncool. Egal, ich führe 1:0, das ist wichtig. Der Rest interessiert mich nicht wirklich, weil, YOLO. So, auf geht's. Ah, der Ball war ein bisschen scheiße. Ah, komm. Hol dir den Scheißball. Okay, jetzt kassiere ich ein Tor. Okay, ich kassiere doch keins, geil. Sehr schön. Ja, lauf. Lauf, Mann. Ach Gott, da würde ich gerade so einen geilen Trick nach hinten machen. Aber hat er leider nicht durchgelassen. Ach, Alter. Geh mir auf den Sack. Oh, schön. Ja, egal, geh hin. Oh, hätte man durchrutschen können, ohne dass da jemand hingeht, ey. Dann wäre es wiederum schön gewesen. Wäre wie eben gerade bei Schweinsteiger schön durchgerutscht. Das hätte ich geil gefunden. So, komm. Ach, komm. In den Weg stellen. Boah, Alter. Stress ohne Grund gerade eben in dieser Situation hier. Stress ohne Grund, voilà. Ja, komm, auf geht's. Ja.
Wunderbar. Oh Mann, dieser scheiß Fellaini oder was auch immer ist. Ah, scheiße, wollte ich ein Tor machen mit. Oh. Alter, was macht der Torwart von denen da? Hab ich ja null mitgerechnet, damit kann man auch nicht rechnen mit so einer Scheiße. Benteke, der ist auch nicht scheiße. Kann man ja sagen, was man will. Woher haben die auf einmal so gute Spieler, Mann? Als Nationalspieler, ey. Total schlimm. Ey, jetzt sag mir nicht, du gibst für so eine Kacke Elfmeter, oder? Ach, abseits, okay. Hab schon gerade gedacht, der will mich ja, ja, in den Arsch ficken, der Schiri. Mann, ey, komm, dreh ihm in die Fresse. Ach, komm. Schön. Lauf. Ach komm, ohne Scheiß. Sorry, dass ich gerade schon wieder etwas ruhiger war, aber hier in der Situation ist einfach schon wieder. Oh, uncool. Uncool. Boah, Alter, Neue, du bist so ein geiler Motherfucker, ne? Mann, ey. Schon wieder, wie ich hier stürme und dann hinten so krass ausgekontert werde. Das ist total krass. So, gehen wir aus dem Tor raus. Ah, wow. Ah. Also irgendwie sind die mir ja alle gerade nicht so fresh. So. Sehr cool. Ah, scheiße, hab ich ihm seinen scheiß Dreckskörper getroffen. Hätte auch einfach rüberspielen können und dann hätte der andere schießen können. Aber nein, da war wieder die Großbrille. Oh. Wieder mit Müller in dem Fall, Leute, wie ich angespannt bin teilweise hier, weil es so einfach knappe Dinger immer wieder sind und solche Chancen über Chancen über Chancen, dass ich teilweise 2 Sekunden die Fresse halten muss, weil ich so angespannt bin, ey. Oh, komm jetzt, auf geht's hier. I rule it. Na, scheiße, das war nicht geruled, das war eher verkackt. Ah, spielt doch einfach vorm Spiel, der will er durch Fellaini spielen, das ist nicht möglich, durch einen Spieler durchzuspielen. Ach Gott. Ah, Junge, faul. Schade. Egal, Ecke. Nix Ecke. Ah ja, fick you. Komm. Ja. Ach komm. Oh Mann, ein bisschen flacher wäre auch cool gewesen. Hätte ich ziemlich locker bekommen, ey. Das wäre wirklich auch noch ganz nice gewesen. So. Ja, komm. Hol dir den Ball. Ah. Schwul, da habe ich mir nämlich nicht den Ball geholt. Das war scheiße. Mann, ey, jetzt komm. Auf geht's. Köpf. Also, jetzt lauf. Boah, Alter. Ah, komm, ey, da kann ich sowas von abstinken gegen. Oh. Junge, Luck. Pure Luck bei dem Shot gehabt. Ich muss hier endlich wieder neue Tore machen. Was anderes zählt hier nämlich nicht gegen die Wichser. Jetzt. Ah, Junge, da wollte ich den so drauf brechen, den Scheißball. Das wird nicht funktioniert hier. Mann, ey, Halbzeit nur 1-0. Ich schwimme schon wieder hier. Ah, die ziehen ein bisschen an und wenn ich dann jetzt nicht nachziehen kann, dann ist es scheiße. Das war einfach die beste Chance in der 5. Minute. Und stattdessen, ja, dann ging es auch noch richtig hart ab, aber irgendwie, naja. Konnte ich dann nicht wirklich was für mich rausarbeiten jetzt. So, nimm ihn mal an. Lauf doch da oben mal ein bisschen. Ach, cool. So, wohin spielen wir denn? Wir spielen mal hier so. Alter. Junge.
Och, immer dieses Geziele aufs Eck, da kann man gar nichts machen. Mann, ey. Jetzt ist es. Oh, noch Kevin De Bruyne, ey, dieser Hurensohn, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Jetzt kassierst du schon noch so dumme Tore, ey. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Nicht. Komm, jetzt auf geht's hier. Hallo, ich will jetzt mein Tor machen. Hab keinen Bock hin, unentschieden zu spielen oder noch durch irgendeine Scheiße verlieren. Weißt du, da schmeißt er sich schon dazwischen, aber so flach, dass der Ball nicht abprallt. Ach, fick dich doch, wo war denn das Foul? Ja, komm, auf geht's. Hier, sehr schön. Lauf, 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 du musst mithalten. Macht er aber nicht, geil. Oh, Mann, ey, knapp drüber. Das war schon ein guter Schütze, war, glaube ich, Müller oder so. Der ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Ach Gott, ey. Komm. Ja, hallo, wählen wir einen neuen Spieler aus. Macht er nicht. Oder mit einem Verzug. Jetzt lauf. Nimm den Scheißwichser doch mal den... Abseits, okay. Nimm dem Scheißwichser doch mal den Ball ab, wollte ich eigentlich gerade erst sagen. Aber naja, so hat sich das dann selbst gelöst. Ich zieh mal volle Kanne den Ball durch. Vielleicht kommt er ja durch. Ja, er geht zu weit durch. Weil der mich vor allen Dingen noch geblockt hat, der Lutscher. Scheiß Abwehrspieler von dem. Komm, komm, komm. Ja. Oh nein, das sollte direkt auf den einen da oben gehen. Da macht er so eine Scheiße. Komm, stell dich hier hin. Ach Gott, ja toll. Jetzt kann ich hier noch einen Ball haben. War mir so klar, dass er das macht. Und die können sich auch aber wieder schon wieder so eine... Oh Mann, ey. Ich renne mit dem Ball ins Aus. Genau, wie der den Scheißball hält, ist klar, weißt du, ist klar. Nein! Sorry Leute, aber ich so ruhig, weil es so angespannt hier war. Und dann schießt er bei dieser Scheißlahm, ey. Mann, ey, kann doch nicht wahr sein. Habe ich schon die Chance, dann mach ich die Tore wieder nicht, ey. Jetzt kommt der hier wieder mit einem Gammel-Scheißdreck an, mit einem richtig gammeligen Pass hier. Genau, sowas. Ja, komm, schieß weg, ey. Einfach einmal Budapest, bitte. Ach, Gott, ey. Ja, du stinkst, De Bruyne. Deine Mutter. Gott, ey. Lauf doch, Özil, du bist doch auch ein Schnellmann. Warum ist Özil auf einmal so langsam? Hallo? Was, du hast nichts gemacht, Mann? Nur weil ein Scheißnigger sagt, dass er nichts gemacht hat, weißt du? Tut der Schiedsrichter nichts machen. Hallo? Oh, lahm, Mann, nimm ihn doch. Ja, sehr schön. Ohne Scheiß, der sollte gar nicht dahin kommen. Der sollte einfach in den Rückraum fliegen. Weil er da nämlich gut angebracht wäre, der Ball. Oh Gott. Mann, ey. Lauf. Komm, du musst hier zumachen. Nein. Mann, ey. Schnauze voll hier jetzt schon wieder gerade. Ich hab die Chance und der will hier wieder schon wieder die. Und der kriegt die Lorbe mit seinen Scheißspasten, ey. Nur weil der solche Nigger hat, die einfach schießen, dann liegt der auch im Winkel. Und bei mir liegt der nicht im Winkel, wenn Schweinsteiger schießt oder groß. Was für eine Scheiße, ey. Mann, ey. Leicht übersteuert jetzt gerade.
kann nicht wahr sein hier, ey. Weißt du, es kann einfach nicht wahr sein. Die haben eine fucking Chance, direkt wieder Tor. Los, jetzt greift an, die Lutscher. Mann, ey. Ich krieg doch eh nichts geregelt. Genau deswegen habe ich ihn weggeschossen, weil ihr eh scheiße seid alle. Jetzt deckt ihr die Mitte zu. Deckt die Mitte zu. Ihr seid zu dumm, die scheiß Mitte zuzumachen, ihr scheiß Nigger. Scheißdrecke. Mann. Scheißdrecksbelgien, ey. So ein Drecksland, ey. Was für ein cooler Scheißgammeltor, ey. Und kein Abseits. Nirgendwo. Scheiß Dinger, verpiss dich. Nix Vieh hier, ey. Scheiß Schnark oder so ein Kack. Hallo, spiel doch direkt zu dem. Hallo, der zieht mich am... Scheiß. Oh Gott. Weißt du, wie die schon wieder nur weil ich ein bisschen zurückliege, keinen Crit aufs Spiel krieg. So zu... Ey, jetzt fühlt er sich wieder total geil, ey. Nur weil er seine eigene Mutter fickt, ey. Das ist nicht geil. Das ist ekelhaft. Und Inzest. Und illegal in Deutschland. Ey, Junge, was willst du mich verarschen? Faul? Ja, genau. Mann, ey. Genau. Ach, genau. Weißt du, der geht auch noch so zu dem, ey. Jetzt nimm den Ball vernünftig an. Stell dich doch mal vor. Scheiß Fellaini, ey. Boah, wie die sich alle jetzt auch wieder scheiße anstellen hier, weißt du? Weißt du, jetzt klappt wieder gar nichts, weißt du? Komm, liegt man zurück, funktioniert wieder nichts. Weißt du, man kann hier drücken, was man will, und es funktioniert wieder nichts. Weil die Spieler wieder irgendwie so demotiviert sind und irgend so eine schwule Scheiße sich wieder hier hat einfallen lassen. Bewegt doch euren fetten Arsch, ihr hohen Söhne. Mann. Bam, Junge. Bringt mir aber auch nichts mehr, weil ich schon 3-2 zurück, 3-1 zurück lag. Und jetzt die 89. Das 3-2 bringt mir auch nichts. Mann, ey, so abspeisen das von so einer Drecksmannschaft. Immer diese größten Drecksmannschaften, gegen die verkackt man, ey. Weißt du, gegen Spanien, no sir, da gegen die reißt man es. Aber gegen so eine Kack... Ja, genau. Ach, genau, ey. Einfach diese einzelnen Lutscher, wo man nichts gegen machen kann. Einfach nur einzelne gute Leute. Man kann nichts mit einem geschlossenen, geilen Team machen. Hallo, lass dich doch auswählen. Oh Gott, ey, Lahm sollte verbannt werden von jeglichen Spiel mit Kopfball, ey. Ja, lauf. Und Medo, du pfeifst mir die Aktion noch ab, Schiri. Ja, Mann, der ging noch rein. 90. Minute, 3-3. Ausgleich hier, Motherfucker. Hab ich wenigstens einen Punkt gemacht, ey. Auch wenn es mir überhaupt nichts bringt, aber scheiß drauf. Doch, ein bisschen was bringt es mir schon, aber naja, scheiß drauf. Einfach bam, Junge. Fick dich so. Jetzt geh hier hin. Lasst euch hier ja nicht wieder verarschen. Und die lassen sich verarschen. Alle miteinander lassen sich verarschen. Das ist doch wieder so eine... Mann, ey. Weißt du, da will man echt alles kaputt machen. Wie ich 5 Spieler dahin dirigiere, dass die ordentlich die Scheiße machen, dass die den Ball abnehmen. Und was machen die? Scheiße. Und ich dirigiere 5 Spieler ordentlich hin und die machen nur Scheiße. Fick dich, Schiri, fick dich. Direkt abpfeifen, wenn ich Ball hab, ne? Hättest du schon vorher nach meinem Tor abpfeifen können. Jetzt gewinnen die Hurensöhne auch noch. Ach Leute, ich habe keinen Bock mehr. Das war's von der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.